Bon après-midi, Monsieur, dame, il faut cuisinier. Ich lese der junge Koch, die junge Köchin. Und ich bin angekommen im Kapitel Hygiene bei 1 Mikroben 1.1 Vorkommen. Mikroben kommen überall vor, besonders zahlreich sind sie jedoch im Erdboden und in Abwässern vorhanden. Durch die Luft werden die Keime ebenfalls verbreitet. Im Umgang mit Lebensmitteln treten die Mikroben vermehrt dort auf, wo Nahrung, Wärme und ausreichend Feuchtigkeit gleichzeitig vorhanden sind. Beispiele: Hände, die mit den unterschiedlichen Gegenständen in Berührung kommen. Handtücher, besonders dann, wenn diese von mehreren Personen gleichzeitig benutzt werden, in Klammern Gemeinschaftshandtuch, Klammer zu, und mehrere Tage im Gebrauch sind. Berufswäsche, wenn sie nicht rechtzeitig gewechselt wird. Reinigungswerkzeuge wie Spüllappen, Schwammtücher, Spülbürsten, Topfreiber, wenn diese nach Gebrauch nicht gründlich ausgewaschen und getrocknet werden. So, dann gibt es hier noch einen Kasten, einen angemalten. Das ist der hier. Da gibt es 1 und 2. Das lese ich auch noch vor. 1. Als Mikroben bezeichnet man Keime, die Krankheiten hervorrufen können. 1. Als Mikroben bezeichnet man Keime, die Krankheiten hervorrufen können. 2. Eubakterien ist ein Oberbegriff. Bazillen sind Arten von Eubakterien, die Sporen bilden können. Clostridien wachsen unter Sauerstoffabschluss. Der Begriff Bakterien ist als Gattungsbezeichnung nicht mehr gebräuchlich. Keime nennt man Arten, die Krankheiten verursachen. Für manche Lebensmittel, zum Beispiel Speiseeis, sind Höchstwerte festgelegt. Auf eine Unterscheidung der Eubakterien wird verzichtet, weil das für die betriebliche Praxis ohne Bedeutung ist. Und dann gibt es Arten und Vermehrungsformen. Das ist 1.2 bei Mikroben. Damit geht es morgen weiter. Tschüss.